Wo ist die erste Frage? Erste Frage, bitte. No questions. Okay, thank you. There's one. Entschuldigen Sie, aber wenn die Frage nicht im Mikrofon gestellt wird, kann ich nicht übersetzen. Von einem Mann, der, sagen wir mal, zu Tode verurteilt ist. Ja, darf ich Deutsch? Ich meine, der Mann ist krank, nicht zum Tod verurteilt. Ja, gut. Und nein, das ist eine Sache. Also wenn Sie das so alternativ darstellen, dann hat das, um es kurz zu machen, mehr mit dem Gefühl zu tun als mit dem Studium von mir. Ich bin in keine Klinik gegangen und habe zugeschaut, wie todkranke Menschen sich da verhalten oder so etwas. Ich habe mich da mein Gefühl verlassen, mein Instinkt oder das, was ich als Schauspieler davon denke. Glückwunsch. Siguiente pregunta, por favor. Nächste Frage, bitte. Vielleicht erzählst du ein bisschen etwas, ohne dass Fragen kommen. Yo quería preguntarle a la directora. Ich möchte die Regisseurin fragen und die Hauptdarsteller auch, ob dieser Film aus der Idee herauskommt, dass kein Leben ein Leben ist ohne Liebe. Und ich möchte eine Antwort von allen haben, bitte. Ich würde sagen, dass das Leben wirklich nicht existiert, wenn keine Liebe ist. Ich bin mit Ihnen einverstanden, ja, ganz sicher. Und ich würde auch sagen, dass dieser Film über etwas anderes auch spricht, und zwar, dass man das Leben genießen muss, und ohne sich Vorwürfe zu machen. Ich glaube, ich habe vielleicht das Schwerste vom Leben gezeigt, und zwar der Tod. Und an diesem Moment hat man vor sich die ganz große Fragen, und es sind die letzten Momente. Und ich glaube, oder ich würde schon die Idee verteidigen, dass man besser leben kann, wenn man keine Angst davor hat, was im Leben so passiert wie der Tod oder andere Probleme. Oder natürlich ist es auch ein Film über Liebe. Damit bin ich auch einverstanden. Aber es ist auch um das Genießen des Lebens und vor allem der Kampf gegen Angst. Und ich glaube, wenn Sie den Film bis zum Ende sehen, was wir heutzutage sehen, ist, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo diese Frage zentral ist, und zwar die Frage, dass wir immer mit dem Tod oder mit der Krankheit konfrontiert werden, weil man immer Schmerzen hat oder irgendwas läuft nicht, und wir wissen, dass unsere Ärzte sie haben nicht alle Antworten auf alle Probleme, und deswegen fragt man sich, also jeder fragt sich, was aus uns wird, wenn man solche Probleme kommt. Ich würde sagen, dass wenn man das Leben wirklich zugrunde lebt, muss man solche Entscheidungen treffen und einfach wählen, entscheiden. Das ist eine Frage für die Regisseurin. Ich möchte wissen über die Darsteller. Wann haben Sie entschieden, wer welche Rolle spielen sollte, und haben Sie das ganz am Anfang der Planung gemacht, oder
Und auch die jüngere Hauptdarsteller, wie haben Sie das gemacht? Ist die Frage für mich oder für die Regisseurin? Sie können beide antworten. Also ich glaube, es ist eine Liebesgeschichte. Und es könnte auch als Titel das Versprechen sein. Einen schönen Satz, der heißt, wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Und dieses Versprechen haben sich die beiden offensichtlich gegeben. Und das ist jetzt die letzte Konsequenz, die sie beide bereit sind zu ziehen. He wants you to answer to that. Oh, okay. Yes. Yeah. Was Senta Berger gesagt hat, stimmt auch. Können Sie vielleicht die Frage nochmal stellen? Ich habe sie gar nicht so gut verstanden, glaube ich. Oh ja, yeah, okay. Ach ja, jetzt. Die Frage, wann eine Entscheidung getroffen wird, ist sehr schwer. Die Entscheidung, welche Darsteller ich wähle, oder die Entscheidung, ob sie am Ende Selbstmord begehen oder nicht. Ich glaube, ich wollte den Film ein bisschen provozierend machen, provokant, und ich glaube, an einem bestimmten Punkt muss man sich entscheiden beim Drehen. Und ich dachte, dieses Ende ist eigentlich eine sehr, sehr wichtige Entscheidung, und das ist auch sehr mutig von Ihnen. Wir wissen nicht, wie lange wir leben werden, und ich glaube, wenn Sie nur 60 oder 70 sind und entscheiden, Sie hören jetzt auf, das ist schon ganz mutig. Nächste Frage, bitte. Ich möchte Sie beglückwünschen, weil der Film wirklich wunderbar war. Ich bin auch Regisseurin selber und ich fand das wunderbar. Ist es Ihr erster Film? Ich möchte auch die Schauspieler gratulieren, weil das wirklich hervorragend war. Was ich fragen wollte, ist, ich war immer interessiert darin, wie Sie mit den Schauspielern gearbeitet haben, weil für mich das am schwersten ist, und in diesem Film war das sehr gut. Ich würde sagen, dass die Mehrheit der Arbeit habe ich bei der Schrift des Drehbuches. Da habe ich mich um die Emotionen kümmern, und ich dachte, da habe ich den Film gesehen praktisch. Und wenn man sich gehen lässt und wenn man in die Geschichte reinkommt, dann weiß man nicht, wo man endet eigentlich. Und ich wollte das im Drehbuch erreichen. Ich wollte der Film so offen wie möglich lassen, so dass wir dann das Drehmaterial reinpassen konnten, weil ich natürlich nicht zu dieser Generation gehöre, und deswegen habe ich entschieden, ich lasse ja auch ein bisschen Freiraum für die Schauspieler, weil da natürlich viele Beispiele sind an anderen Filmen, die das Thema behandeln, aber ich wollte das nicht vergessen, aber auch etwas anderes machen, und deswegen habe ich die Schauspieler einfach mich inspirieren lassen, und ich glaube, ich hatte auch einige Inspirationen, einige wirklich inspirierte Momente, als ich das Drehbuch geschrieben habe. Und das hat mir geholfen, diese Generationskluft zu überwinden. Und ich dachte, die Arbeit von den Schauspielern war eine große Hilfe, als ich das Drehbuch geschrieben habe. Und dann habe ich das mit ihnen diskutiert. Ich habe ihnen gesagt, wohin ich wollte, was ich erreichen wollte. Und sie haben viel dazu addiert, viel geholfen. Und ich glaube, das war eine Zusammenarbeit, eine richtige Zusammenarbeit. Dankeschön. Nächste Frage, bitte.
wollte noch mal nachfragen. Sie haben die Frage gerade schon angefangen zu beantworten. Generationell sind Sie ja nicht an dem Stoff so unmittelbar dran. Woher kam das Interesse oder ist das Altsein der Protagonisten eher zufällig so, und es ist eine Aufprojektion, so eine Sehnsucht von Todessehnsucht plus Liebessehnsucht, also Kleist und seine Geliebte. Also woher das Interesse für den Stoff? Also Sie haben es ja jetzt eben gerade auch erwähnt mit Kleist. There's always been examples in history. Das ist eine philosophische Frage, wie man sich mit dem Tod konfrontiert und mit dem Leben konfrontiert. Und das ist ein großes Thema. Ich war in einer Filmschule und das ist mein erster Film. Und ich dachte immer, dass die Jugend ist eine Zeit, wo man viele Entscheidungen treffen muss. Und ich dachte, das gab schon ein gewisses Parallelismus zwischen Jungsein und Veraltern, weil das auch eine zweite Phase im Leben ist, wo man ganz viele Entscheidungen treffen muss. Und natürlich bin ich nicht so fremd oder so weit weg vom Thema, weil meine Eltern ja zu dieser Generation gehören. Und wie ich schon vorhin gesagt habe, das ist eine Generation, die sehr mutig ist. Ich bin überzeugt, dass sie versuchen und versucht haben, einiges im Leben zu ändern. Und für mich ist es sehr interessant zu sehen, was diese Generation, wie diese Generation mit dem Eltern sich konfrontiert und zurechtkommt. Ich dachte nur, dass das Altsein, wenn das mehr von dran wäre, die Frage, die in dem anderen Film, in dem wir Bruno ganz bald sehen werden, den italienischen, wo er auch stirbt, die Frage des Rückblickens, des gelingenden Lebens, was war mein Leben, das einzuschätzen, ob das gelungen war oder nicht und in welcher Form, das wäre doch eine stärkere Frage, wenn das Altsein, das Sterben müssen, von dran stünde und nicht sozusagen die aufprojizierte Liebessehnsucht. Also ich kann da durchaus was dem abgewinnen. Der Film hat eine Offenheit und er hat für mich persönlich, und deshalb bin ich sehr dankbar für diesen Einwand, verschiedene Ebenen. Das heißt, die Liebesgeschichte, die ist ganz entscheidend, weil das eine Entscheidung ist von diesem Paar, das Leben gemeinsam zu verbringen. Und darin kann man auch sagen, ist eine Reflexion über eine gewisse Art, wie unsere Gesellschaft aufgebaut ist. Also man kann das auch durchaus weiterdenken und auch kritisch betrachten. Ich möchte da was dazu sagen. Ihre Frage impliziert oder enthält eine Art, einen philosophischen Blickwinkel oder etwas, was Sie sich wünschen von Geschichten. Das ist bei dem Terzani der Fall, so heißt der Film, oder die Figur, um die es da geht. Aber in diesem Fall ist es nicht der Fall. Das ist eine einfache Geschichte, das ist das, was es ist. Und das Tolle daran ist, dass eben die Sachen nicht erklärt werden, dass man diesen Leuten, ohne dass sie beurteilt und bewertet werden, dass man denen zuschauen darf, wie sie leben. Die Frau hat ein Bündnis gemacht mit diesem Mann, dass sie mit ihm zusammen sterben will. Der Mann muss sowieso sterben, weil er sterbenskrank ist. Für die Frau ist das eine etwas andere Situation. Und die Fragen, von denen, die Sie sich sozusagen erhoffen in diesem Umkreis, das entspringt eigentlich erst dem Ende, wenn es darum geht, was ist mit Sterbehilfe. Ich bin Schweizer, wir haben in Zürich eine Art, also eine Einrichtung, die heißt Dignitas, und da kommen die Leute, und man redet deswegen auch von Sterbetourismus, viele Menschen aus Deutschland, weil die Gesetzeslage anders ist, dahin, um da sterben zu dürfen, weil das da erlaubt ist. Und das führt natürlich zu vielen Fragen, auch das berührt auch unser christliches Fundament, wenn wir davon ausgehen, dass Gott uns das Leben gegeben hat und es uns nimmt. Und das auch so leben und glauben, dann ist das ein Riesenproblem, sich das selber
wegzunehmen und zu beenden. Wenn man das Dings nicht hat, dann ist es wieder etwas anderes. Aber trotzdem, ich finde die Art Fragen, die Sie ansteuern, das hat mit dem unmittelbaren Ende zu tun. Vorher sehen wir, wie ein Mann den Rest seines Lebens, er muss erwarten, dass das nicht in allzu ferner Zeit geschieht, der verwaltet und damit umgeht. Das Ungewöhnliche ist nur, dass er nicht darüber diskutieren will. Und das ist sein gutes Recht, finde ich. Und, aber es ist vielleicht nicht das, was man heute unter Teamwork versteht. So, danke. Sehende Brand, aber vor. Nächste Frage, bitte. Keine weiteren Fragen? Ich möchte gern die Hauptdarsteller fragen. Ich möchte es wie gewöhnlich ausdrücken. Was hat Sie angelockert von diesem Angebot eigentlich von einer Regisseurin, die sehr jung ist? Und das ist auch eine Rolle, die sehr kontrovers sein kann. Und ich möchte deswegen vielleicht wissen, warum Sie solche kontroversierte Rollen aufgenommen haben und warum dieses Angebot. Ja, es hat natürlich sehr viel bei mir im ersten Moment damit zu tun gehabt, dass ich ein sehr gutes Buch bekommen habe von Sophie Hildmann. Und es war eigentlich so wie ein Musikstück, das man spielen konnte. Das hat mich sehr überzeugt. Und mich hat natürlich auch der Mensch dahinter interessiert, wer so ein Musikstück heute in unserer Mainstream-Kinolandschaft umsetzen möchte. Dazu muss ich sagen, ohne Parallelen zu meinem Privatleben ziehen zu wollen oder vor allem nicht in der Öffentlichkeit ziehen zu müssen, ist es doch so, dass man sich die Frage in meinem Alter durchaus stellt, was wird sein, wenn der Mann, wenn die Frau dich alleine lässt, dich zurücklässt. Und ich fand diese sehr zurückhaltende Art, das ist ein sehr feiner Film, ein sehr zarter Film, der Bedienungen jeder Art, Anbiederungen jeder Art vermeidet, dass das das einzige Mittel überhaupt ist, um erwachsen über so ein Thema diskutieren zu können. Und darum habe ich den Film sehr gerne angenommen. Bei mir war es die Lektüre des Skripts und ob die Dame nun jung ist oder das der erste Film ist oder nicht, das war mir eigentlich nicht so wichtig. Ich mochte sie sehr und ich fand dieses Skript großartig und das reicht. Also für mich, um mich für so etwas zu entscheiden. Ja, und es geht ja auch, entschuldige, dass ich noch was dazu sage, es geht um nichts anderes, es geht um Leben und Tod. Das ist es, das sind die Faktoren, die unser Dasein bestimmen. Und wir gehen darüber in Dokumentationen, wir versuchen, dem beizukommen, als heutiges Phänomen, dass immer mehr Leute den Freitod wählen, auf eine organisierte Art und Weise, die ich ganz furchtbar finde, weil ich mir vorstelle, wie einsam und alleine sie dann sein müssen in diesem Moment. Aber diese Art von Liebestod ist natürlich auch schon, es ist sicherlich der älteste dramatische Konflikt, den wir auf Erden überhaupt kennen. Der kommt ja schon vor 1001 Nacht vor und dann später eben in einem griechischen Dramen. Dass das ein Konflikt ist, ein Geschehen ist, was uns auch heute noch betrifft und das, darüber können wir sprechen. Und Sophie hat das eben in ihrer Art und Weise gemacht, die mir sehr nahe war. Danke. Ich habe noch eine Frage an die Regisseurin, Frau Hildmann. Glauben Sie, dass diese Entscheidung, die das Paar trifft, leichter fällt, wenn man, sagen wir mal, wohlhabend ist? Oder hat das irgendwie damit was zu tun? Nein, das glaube ich nicht. Es hat weniger mit dem Wohlhaben zu tun als mit einer gewissen, mit einem gewissen Interesse. Ich habe
durchaus vorausgesetzt, dass dieses Paar sehr belesen ist und sich auch die Vorbilder gekannt hat, die es gegeben hat in der Geschichte bisher. Aber das mit dem Wohlhabensein hat keinen unmittelbaren Zusammenhang. Siguiente pregunta, por favor. Nächste Frage, bitte. Was nachsetzen. Es ist natürlich so, dass mich durchaus interessiert hat, eine gewisse Schicht, also es hat ja einen Hintergrund, es gibt ja diese sogenannte nach dem Zweiten Weltkrieg Geborenen und natürlich gibt es da ein gewisses Glück auch und die, das ist ja auch sehr breit angelegt und ich finde es interessant, dass in diesem Bereich sehr wenig genau geguckt wird. Also gerade dass man fast einen soziologischen Blick hat auf dieses Milieu und es nicht verkitscht oder auch nicht bewusst niederzieht, sondern da einfach ganz genau hinschaut und sagt, wie ist das, wie reden die miteinander, wie gehen die miteinander um, wo ist die Liebe da drin. So, das hat mich schon interessiert, das genau zu beschreiben. Ja, selbstverständlich. Ich würde Ihnen da auch entgegenkommen, der Stil, in dem die Sache verhandelt wird, hat sehr wohl mit dem Milieu zu tun und in einer nicht so begüterten Familie. Und das sind Leute, die auch Konzerte besuchen. Ich meine, da würde das vom sogenannten gewissen kulturellen Niveau und da würde der Stil der Sache anders sein. Aber die grundsätzliche Entscheidung eben nicht. This is a question probably for the Ich habe eine Frage für den Produzent. Der Film ist eigentlich ziemlich europäisch und in der Behandlung der Themen. Und ich möchte gern wissen, wie glauben Sie, dass der Film in Amerika angenommen sein wird und ob Sie glauben, dass wird erfolgreich sein und in Arbeit. Danke. But as all three of my colleagues have said. Wie zwei oder drei von meinen Kollegen schon gesagt haben, dieser Film gibt Antworten oder zeigt die ganz große Frage, die sehr international ist. Es ist universell. Wie will ich sterben? Wie will ich mein Leben leben? Und deswegen, diese Frage wird anders geantwortet, abhängig davon, in welchem Land wir sind, weil wir ja verschiedene kulturelle Kulturtraditionen haben. Aber die Frage ist universell, wie will ich lieben, wie will ich leben, wie will ich sterben? Was finde ich respektvoll für meine Frau und was finde ich respektlos für sie? Und ich glaube, diese Fragen sind so international, dass es eigentlich gleich ist, wo der Film präsentiert wird. Wir sind sehr froh, hier zu sein und wir kennen die Basken nicht. Wir wissen nicht, wie sie das annehmen werden. Meine Frage ist für die Regisseurin, für Frau Heldmann. Ich möchte gern wissen, da das hier ihr erster Film ist, es ist normal, dass sie Gemeinsamkeiten in ihrem Film haben mit anderen Filmen. Ich möchte gern wissen, was für Stilreferenzen sie eingenommen haben. You mean what? Oh yes, I can definitely say. Ja, ich kann Ihnen sagen, dass meine wichtigste Referenz ist Jane Campion. Ich habe die Klavier in New York gesehen. Ich war 20 und ich war wirklich überrascht, dass Frauen ganz große Filme machen konnten. Und ich war wirklich bewegt und ich liebe sie. Ich habe ein Bild von ihr, weil sie ist eigentlich einzigartig, was sie dreht und sie ist so feminin auch und ich kann schon sagen, sie ist mein Ikon sozusagen und ich glaube, diese Einfluss ist doch im Film zu sehen.
Agnes, die Kamerafrau, war da auch in meinem Film und sie hat auch mit ihr gearbeitet und das merkt man auch. Und egal was passiert und egal was für weitere Filme ich mache, ich liebe die Filme, die von Frauen gedreht werden und ich möchte ja auch meine eigene Stimme innerhalb dieser Frauenwelt finden. Ich möchte meine Filme als Bühne präsentieren, sodass Schauspielerinnen und Frauen eine Stimme haben. Und wenn ich das erreiche, werde ich ganz zufrieden sein. Nächste Frage. Nein, más preguntas. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann möchte ich mich bei den Anwesenden bedanken. Dankeschön. Und ich erinnere Sie daran, Dankeschön. Ich erinnere Sie daran, dass um 18.30 Uhr die letzte Pressekonferenz anfangen wird. Vielen Dank. Guten Nachmittag. Herzlich willkommen zu dieser Pressekonferenz. Wir werden heute über satten Farben von Schwarz, ich hoffe, dass Sie meinen Akzent entschuldigen, dieser Film konnten Sie jetzt die Möglichkeit zu sehen in unserem 58er Festival in San Sebastian. Und dieser Film ist auch in der Sektion für den Preis Kutzer. Heute haben wir die Anwesenheit von Sophie Heldmann, die Regisseurin, und die zwei Hauptdarsteller Bruno Ganz und Senta Berger und auch die Schauspielerin Carina Wiese unter uns. Und der Produktor ist auch unter uns. Also natürlich sind alle gern bereit, ihre Fragen zu beantworten. Und wir hoffen, dass der Film Ihnen gefallen hat und Sie können schon Fragen stellen. Dankeschön.